eigentlich gar nicht schwer und auch gar nicht groß. Und dennoch hat dieses Stück hier einen riesen Effekt, denn das ist nämlich eine LL-Bremssohle. Und die reduziert die Rollgeräusche unserer Güterwagen um ungefähr die Hälfte. Durch die Flüsterbremsen werden die Räder deutlich weniger aufgeraut als durch die herkömmlichen Graugusssohlen. Wir haben somit glatte Räder auf glatten Schienen und erreichen damit eine Reduzierung des Lärms um 10 Dezibel, was vom menschlichen Ohr als Halbierung wahrgenommen wird. Wir lösen somit das Lärmproblem an der Quelle, an der es entsteht. Heute hier in Mainz-Bischofsheim rüsten wir einen unserer letzten Güterwagen mit dieser Flüsterbremse nach. 63.000 Güterwagen haben wir dann umgerüstet. Eine unglaubliche Teamleistung. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen dafür. Und dann mit dem Hammer schlagen wir hier drauf auf den Keil. Auf den? Ja. Wir müssen jetzt hier mit ganz Vorsicht dran gehen. Und ziehen die Graugusssohle dann hier raus. Okay. So sieht eine alte Graugusssohle aus. Boah, das ist ja echt schwer. Langsam nach hinten ziehen. Das kommt jetzt gleich runter. Genau. So. Also da sparst du dir aber echt die Muckibude, Katerfahrt. Genau, genau. Der Schienengüterverkehr soll wachsen. Der Schienengüterverkehr wird wachsen. Und da ist es so wichtig, dass wir im Schienengüterverkehr noch ein ganzes Stück leiser werden, als wir es heute sind. Das gelingt uns mit dieser Sohle. Wir haben 220 Millionen Euro dafür investiert. Ein großer Schritt für die Schiene, ein großer Schritt, um auch die Akzeptanz für den Schienengüterverkehr, und die ist ganz, ganz wichtig, zu erhöhen. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wünsche ich mir, dass zukünftig durch ganz Europa nur noch solche Güterwagen mit unserer Flüsterbremse fahren. Andere sind gut, wir sind Güter.